Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Renate Uhlig, ich bin Astrologin und Bewusstseinscoach und ich bin wieder im Gespräch mit der lieben Eva Häuptle, die ist Numerologin. Heute wollen wir über das Thema, ja, Loslassen oder Vorbereitungszeit für die Transformation auf eine nächsthöhere Ebene besprechen. Und da gucken wir uns mal die Zeitzyklen an, die jetzt gerade wichtig sind für uns. Hallo, liebe Eva. Hallo Renate, danke für die Einladung. Schön, dass Ja. ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Eva, ich starte gleich mit meiner ersten Frage. Was ist deiner Meinung nach gerade in der Numerologie für einen Zyklus wichtig für diese jetzige Zeit, die wir gerade haben? Also in der jetzigen Zeit muss ich sagen, es ist eine Herbst, jetzt kommen wir in die Herbstzeit. Der nächste Monat ist die 9. Zyklisch bedeutet das vom Jahr her in den Herbst übertreten. Also die Jahreszeit wechselt in den Herbst. Ja. Und 9 ist die Zeit, die Zahl zum Loslassen. Es ist die ganz klassische Zahl zum Loslassen. Abschließen, Probleme aufräumen für sich, aber auch für andere und für sich vorbereiten für die nächsthöhere Stufe, energetisch dann zum Weitermachen. Genau, dann kommen wir in die 10. Es ist aber auch zyklisch jetzt so, dass wir in eine ganz andere Zeitqualität einsteigen. Und das bedeutet, dass es für uns ganz viele Änderungen geben wird. Das heißt auch, dass wir jetzt für uns alle mental uns vorbereiten müssen, einfach Dinge loszulassen, die nicht mehr zu uns gehören. Ja, das sehe ich in der Astrologie auch. Und der Uranus im Zeichen, der steht ja als Transit, ja als Wanderer im Zeichen Stier. Und da geht es wirklich um Umbruch, Veränderung, Wandlung. Ja, und auch um die Umwertung aller Werte. Und wenn ich das mal auf der höheren Ebene, sage ich mir, angucke, dann geht es aber auch um den Durchbruch zur Erkenntnis, zur Überwindung der Materie. Genau, ja. Es geht auch darum, sage ich mal, dass wir dieses Erwecken höherer seelischer Fähigkeiten entwickeln. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, diese transformative Zeit, in der wir gerade so wirklich stehen, ne? Ja, und wenn du das jetzt so ansiehst, das nächste Jahr ist das 2025 und im nächsten Jahr, das gibt wieder die 9, also da wird ganz vieles sich verändern, also mit Glaubenssätzen, mit Weltanschauungsthemen, mit inneren Themen, die wir loslassen dürfen auch. Um dann ins 10 zu kommen und das 10 bedeutet dann ja Neuanfang und die 0, die 1 und die 0, die 0 verstärkt dann die 1, also die Wirkung von der 1. Und die 0 ist für mich wie ein Tor, weißt du, zum Durchgehen in die wirklich in die Neuzeit dann, wo Ja. alles neu beginnt, so, ja. Also, das ist ganz interessant, weil ich hatte mir ja auch jetzt so ein bisschen noch angeguckt, was steht nächstes Jahr so an. Und der Neptun, der steht jetzt im Moment noch auf 29 Grad im Zeichen Fische. Und der wandert am 30.03. 2025, wandert er in das Zeichen Widder. Und Neptun, das ist ja so ein Planet, der auch für die Täuschung, für die Illusion, für die Zersetzung, aber auch, sage ich mal, den Altruismus steht, genauso wie für die Inspiration. Und er steht aber auch für die Ansprechbarkeit auf feinere und feinste Einflüsse. Und Und wir dürfen uns ganz stark darauf einstellen, dass jetzt Dinge aufgedeckt werden, die uns halt vielleicht nicht gefallen, aber die trotzdem die Wahrheit dann sind. Das kommt dann an die Oberfläche und das darf sich zeigen und wir dürfen es annehmen.
Ja, genau. Mit Neptun ist es ja auch so, dass wir den Schleier an die Seite Ja, schieben. richtig, ganz genau. Ja, Genau. und wirklich die Wahrheit dahinter sehen können. Ja, das ist total spannend. Und dann habe ich aber auch noch gesehen, dass der Saturn, warte mal, muss ich mal einmal gerade ganz kurz schauen. Der Saturn, der wechselt am 25.05.2025 auch in das Zeichen Widder. Das Zeichen Widder, das steht für den Neuanfang. Und da steht der Saturn in Konjunktion mit dem Mondknoten und dem Neptun. Auch wenn man so wirklich aufs nächste Jahr schaut, was da kommt, also wirklich, da können wir wirklich so eine Anbindung, glaube ich, herstellen zur wirklich der geistigen Welt. Genau. Und jeder Monat hat natürlich seine eigene Qualität, also zahlenmäßig. Und da kommen dann die Themen sowieso eins ums andere hoch, dass man dann anschauen darf. Was man natürlich auch dazu sagen muss, man darf nicht vergessen, das wird viele halt ängstigen. Die Ängste sind dann auch ein großes Thema. Aber nicht nur, es sind einfach auch Transformationsthemen, die angeschaut werden sollen. Was passt zu mir? Was darf ich loslassen? Was gehört nicht mehr zu mir? Sei es Partnerschaft, sei es ein Ortswechsel, sei es Beruf. Das wird alles sich kumulieren und so halt vielleicht wie eine Explosion dann sich den Weg nach oben bahnen, halt Ja. auch numerologisch. Wobei ich wirklich glaube, Eva, dass diese Einflüsse, die von oben einströmen, jetzt immens zunehmen. Und je nach Bewusstsein Ja. nimmst du Dinge wahr, die deinem Bewusstsein Ja. entsprechen. Und Genau. ich glaube wirklich, es ist so fundamental wichtig, dass wir wirklich diesen Weg nach innen finden, um da stabil zu sein und Ja. Nur die Dinge wahrnehmen, die im Lichte stehen eigentlich. Also Also, dass wir uns als Menschen im Menschsein nicht verlieren, genau. so. Ja, und auch nicht in dieser Angst verloren gehen, Untergehen. denn die Einflüsse von außen werden Genau. jetzt größer, werden zunehmen. Und da sich nicht in diese Angst zu verlieren, sondern wirklich ganz stabil Ja. in sich zu bleiben, in sich zu ruhen und Ja, unheimlich wichtig, ja. 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 Für die nächste Zeit. Ja, Genau. total spannend. Was denkst du, dieses Loslassen, warum ist es wichtig für die Menschen loszulassen und sich auf sich selbst zu besinnen? Also kannst du da noch näher drauf eingehen? Also das Loslassthema ist jetzt wirklich ganz fundamental wichtig, weil wir sind so durch die letzten Jahrtausende getäuscht worden, in so vielen Dingen in einer Illusion gehalten worden. Und das muss sich jetzt ändern und das transformiert sich selber, aber damit transformiert es auch in uns die Dinge. Und damit müssen wir uns befassen und halt auch auseinandersetzen. Da kommt jetzt niemand mehr darum herum. Und das Mensch, jetzt kommt auch die Frage, was ist das Menschsein? Was bedeutet Menschsein in allen Facetten? In allen Facetten. Ne, im Sein zu sein. Ja. Aber dafür muss man ja erstmal wissen, was das ist. Genau. Ja, Ja, genau. viele wissen es gar nicht, was das Ja, genau. bedeutet. Also, aber ich empfinde, dass das die Achtsamkeit ist, ja. Also wenn ich Ja. diese im Sein bin und zwar das auch halten kann über den Tag, Ja. das ist Achtsamkeit, ne? Ja. Aber Ja. es da bedeutet auch, dass wir die Kinder so nehmen, wie sie sind und Ja. nicht verziehen, herumerziehen, sie überfordern auch mit unseren Erwartungen, sondern dass die Kinder sich jetzt entwickeln dürfen nach diesen Gegebenheiten, die jetzt kommen. Und die nehmen das viel stärker wahr als wir.
dass Ja. die sich ändert. Ja, das glaube ich wohl, ne? Also ich habe, also in der Astrologie ist es ja auch so, dass wir den Saturn aktuell im Zeichen Fische stehen haben und da geht es ja immer um die Verbindung. Und Saturn ist ja so ein, das finde ich ganz interessant. Er ist ja so das Leitbild für Einschränkung, Begrenzung, Hemmung, Widerstand, Härte. Auch für das Alter steht er. Und Saturn, also griechisch Kronos, ist der Gott der Zeit. Ist, also ist, und es ist, er ist im Grunde ein Gegenspieler der Sonne. Die Sonne symbolisiert den Geist oder das Licht und Saturn die Finsternis oder die Materie. Früher nannte man ihn auch In Fortuna Major oder auch das große Unglück. Heute könnte man ihn eher als Bewährungsprobe deuten. Er zwingt oder bewegt zur Reife und zur Konzentration. Und ich sage immer, wir werden halt immer, wenn Saturn im Spiel ist, werden wir immer geprüft. Und im Zeichen Fische werden wir geprüft, wie gut bist du verbunden? Ich möchte einfach dazu sagen, die Kinder nehmen diese feinen Energien viel eher wahr als wir, und sie können uns ja auch aufzeigen, was demnächst auf uns, was uns erwartet. Und da dürfen wir auch hinschauen und hinhören. Ja, weil sie halt schon eine andere Energie mitbringen, ne? Also. Ja. Und das Loslassen von Materie gehört da genau dazu, auch dazu. Wir werden sowieso, ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns besinnen auf die feinere Energie, auf die feineren Energien, weil Materie wird sich so oder so, das wird sich auflösen, das wird sich verändern, das wird, ganz viele werden vieles loslassen müssen im materiellen Sinn. Und dann ist es wichtig, dass man dann im Innern die feinen Energien spüren kann und auf sie hören kann und auch sich darauf einstellen kann, dass das jetzt wichtiger wird. Ja. Und das Menschsein, dass das uns dann zusammenbringen wird. Ja, also das sehe ich auch so. Und ich glaube auch, dass das so wichtig ist, damit wir wirklich auf unsere Intuition auch wirklich Ja. hören können, dass wir das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun. Ne? Genau, ja. Wir haben ja zwei und zwei, also das ist Intuition und Gefühl. Und dann die fünf, das ist dann der Glaube an sich selber und der Glaube auch an die, ja, Dinge, die halt nicht so offensichtlich sind. Nicht sichtbar, die nicht sichtbaren Richtig. Dinge. Aber die werden sichtbar und das wird eine spannende Ja. Zeit. Also, Ja. Also es wird spannend, es wird dann wirklich spannend. Und jetzt ist die Vorbereitungszeit noch, die wir noch haben in diesem alten Jahr. Noch vier ja. Monate sind es ja, nur noch. Und danach wird es dann schon, das wird sich ändern alles. Ja, also ich denke mal so, dass das halt auch wichtig ist, dass wirklich jeder sich darüber bewusst wird, dass diese innere Arbeit einen ganz, ganz großen Wert halt jetzt hat, Ja, ne? das ist jetzt ganz wichtig und das ist jetzt, es wird uns auch immer wieder mehr gezeigt, es wird uns auch immer wieder mehr gezeigt. Es zeigt sich auch in vielen, vielen Dingen. Wir hören jetzt auch der Mainstream wird sich ändern, auch das wird sich, diese Nachrichten werden sich ändern, alles wird sich ändern. Und das braucht dann schon, ja, das braucht dann Mut, Kraft. Den Glauben, dass sie, dass nicht alles verloren ist, was die da erzählen uns und dass halt wir uns unsere eigene Meinung bilden, selber denken, selber uns auf uns hören, auf die innere Stimme wieder hören und selber herausfinden, was stimmt für uns, was ist für mich wahr. Das geht ja eigentlich auch nur, wenn du wirklich diesen Blick nach innen wendest. Du findest die eigene Wahrheit ja nur im Ja. Herzen, ne? Also und nicht im Verstand. Und Ja. da wirklich ein Urvertrauen auch zu entwickeln, das wird auch wirklich, glaube ich, wichtig werden, wirklich Ja. zu
Vertrauen. Vertrau deiner Ja. inneren Stimme, die aus dem Herzen spricht. Genau. Ja. Und dieses Durchschreiten des neuen, also dieses Null, das Tor in die andere Ebene, das wird schon noch eine Herausforderung werden für uns alle auch. Ja, also ich glaube auch, dass diese ganze Entwicklung extrem schnell sein wird, weil also das, was jetzt kommt, also das nimmt wirklich Fahrt auf und wird schnell. Also Pluto steht ja im Luftzeichen. Luftzeichen ist immer auch Geschwindigkeit. Genau. Also glaube ich Das kannst schon. du sehen. Und wie sieht es denn mit dem Mars aus, mit dem Kriegsgott? Wie sieht denn das da aus, zum Beispiel? Also der hat ja jetzt eine Konjunktion gebildet mit dem Jupiter. Und Jupiter ist ja die Verstärkung, die Erweiterung. Und also das hat ja so ein Spannungs zum Vollmond, so ein Spannungsfeld Ja, ergeben. ja. Und ja, das ist jetzt, also die Energie, sage ich, die kosmische Energie nimmt jetzt zu. Und wie gehe ich mit dieser Energie um, die in mich einfließt, ja? Kann ich die Schwingung erhöhen, um diese Energie zu halten? Oder schleudere ich sie raus? Dann geht die wirklich die, dann kann es sein, dass das eine, zum Beispiel eine hitzige Diskussion anfängt, also eine Streitdiskussion. Oder es könnte auch sein, Gewalt, Krieg. Also er ist ja der Kriegsgott, ne? Ja, genau. Auseinandersetzung, es können auch triebhafte Begierden sein, also im Gegensatz halt zur ideellen Liebe. Und ich sag mal, in der übersteigerten negativen Deutung bringt er vielleicht dann halt die Gewalt, Trennung und Konflikte. Ja. Es ist im Grunde auch die treibende Kraft oder nach dem Verlangen der Herrschaft, ja, so kann man sagen. Ja. Und Und dann ist es auch wichtig, dass wir das loslassen können, was uns triggert, was uns Angst macht, was uns in eine innere Unruhe bringt, dass wir uns für uns wieder mit Meditation oder halt in die Stille gehen, uns zentrieren und bei uns sind, bei uns bleiben, in der Mitte sind und von da aus sich dann wie mit anderen dann verbindet. Ja, die Gleichgesinnten. Ja, ist auch ein wichtiges Thema, ne? Dass man einen Austausch hat und ja, das finde ich auch extrem wichtig, ne? Gut, was denkst du, was kommt so noch im Rest des Jahres 2024 so auf uns zu? September hast du ja schon gesagt, ne, steht, ist die 9 die Vollendung? Also Genau, ja. es geht ja da vielleicht auch um diese Vollendung des Alten oder was? Ja, es werden Dinge auf uns zukommen, die beendet werden müssen, mental, aber auch materiell. Und dann eine neue Ausrichtung für das, was neu auf uns zukommt, dass wir das annehmen können, akzeptieren können. Es kommt natürlich dann auf jeden Einzelnen, weißt du, man kann das nicht so pauschal jetzt für alle so sagen. Es kommt halt darauf an, wie jeder selber dann unterwegs ist und wo man Hilfe suchen muss, wenn jemand nicht weiterkommt, wo man Hilfe bieten kann, um den Schritt weiter zu machen, sich zu öffnen. Und das Wichtigste ist, ich denke mir halt, menschlich bleiben in der Kommunikation, menschlich auch in der Beziehung. Beziehungen, die nicht mehr stimmen, werden auseinandergehen. Das ist unumgänglich. Das wird so sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das wird halt viel Veränderung bringen für ganz viele und das macht natürlich dann auch Angst. Wir sehen das ja auch nicht nur bei jedem persönlich, sondern auch im Kollektiv, ne? Also, dass die Beziehung
sage ich mal, sich neu sortieren werden, ja. Und das wird halt dann, das gehört zum Loslassthema, dass man halt dann sich neu ausrichten muss, einen neuen Wohnort suchen muss, eine neue Wohnung suchen muss, einen neuen Beruf suchen muss, wenn er nicht mehr zu einem passt. Muss man da muss man halt mutig sein und dazu stehen und sagen, es geht nicht mehr für mich, Ja. funktioniert nicht mehr. Ja, und auch da wieder im Vertrauen bleiben, Ja. dass dann was Besseres kommt, wenn man so diesen Platz macht, ne? Richtig. Wenn man nicht Ja. an dieser Angst verhaftet bleibt, ich muss den Ja. Job behalten, weil er mich ernährt. Ja. Ne? Joran hat mir heute ein Buch geschickt, oh, wunderbar zu diesem Thema. Hoffnung, Mut und der Wille zum Überleben. Also das Buch ist zwei alte Frauen. Es ist ein älteres Buch, es ist schon länger herausgegeben von Velma Wallis. Und das beschreibt die Konflikte, die entstehen, wenn Menschen Entscheidungen treffen, die erstens einmal für die einen ganz schmerzhaft sind. Sie werden zurückgelassen, die zwei alten Frauen, eigentlich ausgesetzt. Und die Gruppe zieht weiter, um neue Länder und neue Gründe aufzufinden. Und dann merken sie ohne diese, es geht nicht. Sie kommen nicht weiter, kehren wieder zurück. Und diese beiden alten Frauen haben gelernt, mit dieser Situation umzugehen und sind dadurch so stark geworden und so in sich drin sicher, dass sie gesagt haben, wir können. Es kann alles auf uns zukommen, wir schaffen das. Und da lehren sie nachher diese Gruppe, die wieder zurückkommt, halt wie, da lehren sie, wie das geht, um zu überleben, wie man zusammenhalten muss, wie man miteinander kommunizieren muss und dass man keinen einfach sich selber überlassen darf und stehen lassen darf. Das Ja. ist ein unglaublich, also ein Nomadenstamm im hohen Norden von Alaska, während des bitterkalten Winters kommt es zu einer gefährlichen Hungersnot. Wie das Stammesgesetz es vorschreibt, beschließt der Häuptling, die beiden ältesten Frauen als unnütze Esser zurückzulassen, um den Stamm zu retten. Doch die beiden alten Indianerfrauen geben nicht auf, sondern besinnen sich auf ihre ureigenen Fähigkeiten, die sie längst vergessen geglaubt hatten, und so überleben sie. Weißt du, dass ich das ganz spannend finde, weil ich empfinde, das ist das Venus-Prinzip, ja. Also Ja. Venus ist die aufnehmende Energie. Venus steht ja auch für die Liebe, sag ich mal. Also für die Finanzen, für Partnerschaften und so. Aber auf einer höheren Ebene ist die Venus das aufnehmende Prinzip. Also Ganz es ist, und das ist so, passt so wunderbar, wirklich. Genau, ja. Also, Wird Herz. jetzt wichtig. Ja. Und Ja. das Buch handelt einfach eine Legende von Verrat und Tapferkeit. Also ist das Menschsein bedeutet ja alles. Es ist alles drin beinhaltet. Aber wie gehen wir damit um? Wo ist unsere Grenze? Wo gehen wir? Machen wir den Schritt, um das Ego zu über schreiten, weißt du, diesen Punkt. Ja. Jetzt geht es nicht mehr um mich, jetzt geht es um uns alle. Es So. geht um uns alle. Und ich, wie gesagt, wenn ich jetzt so dieses aufnehmende Prinzip mal so sehe, also dieses Venus-Prinzip und dann in Verbindung mit diesen beiden Frauen, die ja ihren Weg gehen, also sie bleiben nicht stehen Ja. oder gehen nicht zurück, sondern sie gehen weiter. Und Ja. während des Weitergehens kommen sie wirklich in ihre Kraft, ne? Ja, und es wächst. Und sie wachsen über sich hinaus, weißt Ja, du? total schön. Und die Männer, die nachher zurückkommen, der Häuptling, die lernen von ihnen. Das Ja. finde ich so wunderbar, weißt du? Naja, aber weißt du, ganz ehrlich, es ist das weibliche Prinzip. Ja, ganz Und genau. es ist wirklich, Genau, ja. wir halten die Energie. Ja. Und darum geht es ja. Ja. Halten die Energie. Ja. Und
Es ist ja in der heutigen Zeit sehr vermischt worden. Also viele Frauen, sage ich, nehmen so eine männliche Position ein. Also geht nicht darum, dass sie nicht gleichberechtigt sein sollen, aber sie übernehmen, sage ich mal, so eine männliche Eigenschaft und verkörpern die. Und du kannst das ja genauso machen, indem du das Weibliche verkörperst. Also, ja, und ich glaube, dass wir wieder mehr alle zu unseren Ursprüngen zurückkommen. Das ist unbedingt notwendig und das müssen wir wieder anstreben. Ja, Ja. genau. Ja. Und so ergänzt sich ja alles wieder, weißt du, kommt wieder ins Gleichgewicht. So kommt alles wieder ins Gleichgewicht. Wieder in die Acht, die Lemniskate, und nur so geht es eigentlich, in der Harmonie geht es ja. Ja, es ist so wunderbar. Also ich glaube, dass die Zeit, das ist das, was ich jetzt so allen nochmal mitgeben möchte. Ich glaube, dass die Zeit herausfordernd wird, also durchaus herausfordernd. Aber sie ist auch ein Geschenk, also wirklich ein Geschenk, ganz wieder bei sich anzukommen und ja, das anzunehmen und sich darauf zu freuen auch. Also das gebe ich immer allen mal meinen Leuten um mich herum auch mit. Also wirklich, wir kommen in eine, nach diesen Umbrüchen, in eine, glaube ich, wirklich wunderbare Zeit. Und da möchte ich einfach allen, die eine 7 haben in ihrem Geburtsdatum, auffordern, gebt euer Wissen weiter, weil ihr habt das Wissen in euch drin. Bitte gebt es einfach weiter. Es ist Ja. so wichtig. Und da gehört Mut zu. Da sind wir wieder bei der Marsenergie. Mut gehört dazu. Und wir dürfen jetzt in der jetzigen Zeit mutig sein. Ja. Wunderbar. Sehr schön, Eva. Ehrlich, immer wieder schön mit dir zu sprechen. Wenn einer von euch natürlich ein Coaching haben möchte, ich verlinke Evas Webseite unter diesem Video und natürlich meine auch. Also Eva macht Numerologie, ich mache Bewusstseinsarbeit und Astrologie. Ja, ich denke, wir sehen uns wieder, Eva, Ja, gerne. Ich in würde einem mich. Video, und bis dahin wünschen wir euch allen eine schöne Zeit. Danke, danke. Bis Ich wünsche dann. euch.